Der Haussegen bei den Ochsenknechts hängt schief. Schon seit 2009 gehen Uwe und Natascha Ochsenknecht getrennte Wege. Deswegen kommt der Schauspieler nicht in der Reality-Doku seiner Ex und der gemeinsamen Kinder vor. Und was alles so Privates bei diese Ochsenknechts gezeigt wird, heißt Uwe auch gar nicht gut. In einer Talkshow lästert er darüber, dass sein Name so oft negativ in den Schlagzeilen erscheint. Am Anfang habe ich gedacht, hoffentlich können die Leute den Qualitätsunterschied sehen und ich glaube, es ist gelungen. Das sorgt für Zoff zwischen seiner Ex und Tochter Cheyenne. Natascha beschwert sich nämlich im Familienchat über Uwe. Jetzt habe ich da reingeschrieben, dass ich das respektlos finde, dass er sich so äußert, weil wir haben ihm nichts getan. Und das fand Cheyenne nicht so witzig. Daraufhin verlässt die Influencerin die Gruppe genervt und macht damit ihre Mutter weiter wütend. Finde ich absolut respektlos, hat keinen Anstand, null Benehmen und sowas kann ich überhaupt nicht ab. Inzwischen haben sich Mama und Tochter aber wieder versöhnt.